Hallo und herzlich willkommen bei Handy FAQ. Hier ist wieder Roman Hammer und heute präsentiere ich euch in meinem nächsten Video die Performance und das Gaming beim Oppo Find 7a. Dieses Video ist jetzt eine User-Anfrage auf YouTube vom User Peter Parker. Und ja, dem wollte ich jetzt nachkommen und schauen wir uns das gleich mal an. Performance, ich habe mal gedacht, wir machen dazu einen Benchmark-Test. Dazu schalte ich gleich mal in den Flugmodus und starte das Gerät neu, damit wir dementsprechend auch wirklich nur die Hardware-Performance haben und dass das nicht gebremst wird durch irgendwelche Hintergrundprozesse. Und gleich geht's weiter. So, jetzt haben wir das Ganze neu gestartet und gehen wir in meine Lieblings-Benchmark-App Antutu. Beim letzten Test ist mir dieser Wert angezeigt worden, 36.008. Wir wiederholen den Test ganz einfach und schauen, was sich jetzt tut. Damit das Video nicht allzu sehr in die Länge gezogen wird, wollte es eher kurz halten, bevor ich zum Gaming weiterkomme, stoppe ich das Ganze jetzt mal und fahre nachher weiter fort mit dem Ergebnis. So, der Benchmark ist fertig getestet. Und wie wir jetzt da hier sehen, haben wir jetzt da eigentlich die Premium-Hersteller verblasen. Also knapp, aber doch. Das HTC One M8, das Samsung Galaxy S5 und das Samsung Galaxy Note 3 und das LG G2 weiter unten. Je nachdem, was für euch Benchmark-Werte aussagen, im Grunde halte ich nicht wirklich was davon, weil die meisten Hersteller dabei tricksen. Es zeigt aber grundsätzlich mal die Performance an. Alles andere sieht man sowieso nicht während der Bedienung. Maximal einige Ruckler oder Mikroruckler, dass man die bemerkt. Die konnte ich aber, seit ich das Gerät habe, noch nicht ausmachen. Gut, jetzt schalten wir mal wieder den Flugmodus aus. Gehen weiter zum Gaming. Ich habe hier jetzt zur Auswahl Riptide GP2, Beach Buggy Blitz und Asphalt 8. Ich denke, das sind die gängigsten Spiele, ziemlich grafiklastig, und dann gucken wir uns das mal an, wie die Performance hier bei diesen Spielen eben ist. Und wir starten mit dem ersten Game. Hier sieht man auch keine Ruckler, alles läuft flüssig. Die Lautstärke stimmt soweit. Man merkt während dem Spiel keinen Ruckler. Kein Grafikfehler dabei, es hängt nicht. So. Wie gesagt, damit das Video nicht zu lange dauert, gehe ich da einfach im Programm weiter und starte das nächste Game. Und schaue einfach nur, wie die Grafik läuft, wie die Performance ist, ob irgendwelche Ruckler zu sehen sind, und das war's auch schon. Hier auch bei Beach Buggy Blitz sieht man hier gleich auch die Grafikeffekte, diese Wasserflecken da. Ah, Moment, hier bitte. Gut. Hier ist
Touchscreen-Bedienung. Gehen wir weiter zum System, würde ich sagen. Man sieht am Gerät, die Performance stimmt. Alles tut, wie es soll. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, beim Oppo Find 7 macht man nichts verkehrt. Ich bin immer mehr begeistert von dem Gerät. Egal, ob es jetzt das Spielen, die Kamera ist, das System läuft super, der Sound klingt klasse. Kurzum, ein für den Preis eigentlich ein tolles Gerät, wo sich einige Premium-Hersteller noch eine Scheibe abschneiden können. Im nächsten Video zeige ich euch die Benutzeroberfläche mit einigen Tipps und Tricks, die ich während meines Tests jetzt entdeckt habe. Und ich dachte mir, ich halte euch das nicht vor und präsentiere euch die im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, bis dann. Wir sehen uns im Forum. Ciao.